Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii. Wir nehmen unser Profil, machen im Einzelspieler-Modus weiter mit dem nächsten Cup, der uns bevorsteht. Und wir haben es in so vielen Leuten gesagt, dass es hier verdammt normal, dass das das Betrugsspiel des Jahrhunderts ist. Und deshalb bin ich mal gespannt, wann Mr. Betrug einholen wird. Heute bin ich mal tot. Und wir nehmen. Ui. Das sieht mal interessant aus. Dieses interessante Ding hier. Ich habe mich nochmal von der Automatik ganz lassen, weil ich mir doch nochmal anschauen müsste, was es ist. Und dem einfach nochmal eine Songs geben müsste. Pilz Cup und Panzer Cup haben wir bereits gemacht. Heute kommt der Blumen Cup. Ich bin gespannt. So, und vor allem bin ich erst gespannt, warum mich dieser Betrug hier heimholen wird. Weil erst so viele Leute meinen, dass das ein reinstes Betrugsspiel ist. Wenn ich das erstmal sehr gespannt, was da kommen wird. Joa, wir werden sehen. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass er bald kommen wird. So. Jawohl. Also vor allem haben die gesagt, 150er Sitz im Raum haben viele gesagt, geht gar nicht. Oh Gott, weshalb ist. Oh shit, 50er. Das ist hier Betrug, ne? Wo kommt auf einmal dieses heiße Ding daher? Hier ist so meine erste Stelle, wo es retten könnte, gefühlt. Lul, als ob ich den getroffen habe mit der Banane. Dieses Power-Item hier, das ist immer höchst interessant, weil ich glaube es ja nicht mehr. In späteren Mario Kart, das kenne ich sonst irgendwie gar nicht, abgesehen von dem Mario Kart Teil hier. Bin ich ja mal gespannt. Ja, natürlich, die Banane fliegt einfach mal ins Kosovo. Ist ja normal, was auch sonst. Was auch sonst. So. Also ich finde, dass jemand diese Items unten behält, das finde ich bescheuert. Und natürlich wieder so ein Block zu unserem zweiten Mal. Das ist jetzt die erste Sache mit Druck. Ich zähle mal mit, wie oft einen so ein Block hier auseinander nimmt im Laufe des LPs. Aber irgendwas sagt mir, dass das viel zu oft ist. Viel zu oft. Ja, ich bekomme die Dauer und ich bin das Item hier. Auch so. Ja, natürlich! Was denn noch alles hier? Boy! Ihr habt komplett Rest mit diesem Betrug. Wäre es letzte Runde, wäre es mit Fünfter geworden oder so. Ist ja nicht mal schön, was hier einen alles hier trifft. Weg. Schon wieder der dritte Block jetzt hier an der Zahl. Ist normal. Nee, also und jetzt hier auch noch ein. Das ist ein fucking 50er CCM Raum. Ein 50er, gibt das das mal. Nicht 150 oder so, ein 50er Raum. Digga, das ist doch Betrug. Kommt weiter nur dieses eine Behinderte. Oh lol, ich hab den Mario getroffen. Die stumme Kind. Gut, dass der mir vorbeiging. So, ein zwei. Ja, ich werde. Jetzt wird wohl nicht was sein. Ich will Erster werden. Gut. Ich glaube, das hat mir auch immer alle überholt hier. Boah, das ist wie Bowser, aber Alter, das war richtig knapp. Also, hier war es knappe Kiste. Bin gerade so Erster geworden, bin froh, dass ich Erster geworden bin, aber in so einer knappen Kiste. Schon heftig. So, mal schauen. Oh, Kokospruinade, die mag ich sehr gern. Das ist eine von meinen Lieblingsstrecken. Bin ich mal gespannt, wie die auf der Wii zu spielen ist. Auf dem 3DS ist es meine Lieblingsstrecke. Daher kenne ich die, wie gesagt, Vita, habe ich das jetzt noch nie gespielt. Ich glaube, die ist genauso wie auf dem 3DS. Habe zumindest das Gefühl. Wieso treffe ich den Streifen nicht? Ich bin als Schlusstag rübergefahren, trotzdem habe ich keinen Sprint bekommen. Das irritiert mich gerade das übelst. So. Ja, es hat einfach versucht, vorher mit diesem LP auch öfters mal irgendwie so off-topic-Themen anzuspressen für die nächsten Party generell. Dass mir irgendein Thema überlegt war, dass es labert, damit die Party interessanter werden. Muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie genau ich das jetzt realisiere.
Weil es sind ja doch nur ein paar Parte, also das EP wird vermutlich nicht mal länger als ein, keine Ahnung, 3 Wochen gehen oder so. Also es ist, oh, das ist das. Ey, jetzt ist der Mies drin, der Autos, das ist ja witzig. Dass ich das nicht irgendwie länger mache, als es sein muss. Und wo ist mein Balladen gerade hin, Alter? Das geht jetzt nicht. Also die Mies sind neu, die sind da bei der 3DS war so ein Nist da. Also nicht, dass es mir zumindest aufgefallen wäre, dass sie es sind. Wie habt ihr kein Item bekommen? Das ist ein Betrug hier so langsam erst. So. Gut, hier habe ich jetzt okay was bekommen. Aber dieses, was man festhalten muss, war nicht, das begreife ich bis heute noch nicht. Also wie das mit Items und Festhalten. Wenn jemand von der Ahnung hat, ganz gerne mal ein Live-Set. Wie man das bestimmen kann, dass man Items festhält. Und irgendwie muss das ja gehen. Frage ich nur. Für mich kommt jetzt so, das weiter Blitz in diesem Grand Prix. Achso, dann gibt es sehr viele geben! Das ist eh das Beste, wenn ich diese Dinger eigentlich streife, aber der Mario sich denkt, nee, kein Bock und einfach trotzdem gerade vorbeifährt. So, das ging mal nach hinten los, hier hoffentlich trifft es irgendwelche Leute. Und, yay. Yeah. Das ist dumm, dass ich in die falsche Richtung hochfahre. Die wollte es nach hinten losgehen lassen, die vorne ist noch nicht mal jemand, aber hey. Trotzdem danke. So, ich glaube, Bowser ist mir fest auf den Fersen, ich muss erst aufpassen. Ich darf mich ja nicht von der. Oh nee, jetzt hier. Ja, natürlich. Nix gibt's hier, Bowser. Nix gibt's hier. So, danke. Also, er war wieder relativ knapp, ne? Ich nehme wirklich vom 50er CCN-Raum in jedem Rennen Erster zu werden. Alles andere. Wäre einfach nur Slash vom 50er CCN-Raum. Aber ich sag, der Matze Track mit die hier, die ich einfach nicht kenne. Da wird das sau schwer. So ist ja bis unmöglich, weil die haben noch nie mal eben gefahren. Kein Teil, was die von Türken hat. Und ich sieht aus, als ob sie Türken hätte. Was so ein Fuck. Null. Sieht aus wie diese Mario und so ein paar Lumpis und Spielenstrecke. Ich bin auch mal gespannt, weil da ein neuer Teil kommt. Lell. Wer möchte es auch sit, dass der hohe Schnee darf nicht losfahren. Aber so sieht es ungefähr bei uns auch zu Hause aus mit dem hohen Schnee, kommt so gut hin. Also ich bin jetzt übelst gespannt, wann da dieser der zweite Teil kommt, also ob wann da ein neuer Teil kommt. Ich display definitiv diesen Sommer, den Mario und Sonic Bonum bisschen Sommer spielen Rio 2018. Einfach weil ich damals nicht Let's Blade habe, mache ich das dieses Jahr im Sommer, nehme ich mir fest vor. Und dann ist mal sehen. Ah, lol, man kann hier. Null. Ich verstehe es. So, dann noch erstmal gerade über die Dinger kann man hier so. Ist ja kompliziert hier. Ich glaube, das ist wenigstens eine von den Stages, die ja jedes Mal anders aussieht, sage ich mal. Die haben es ein bisschen an die Donkey Kong. Nee, doch nicht, schade. Ich dachte, die haben ein bisschen aufgebaut wie diese Dolpin-Abfahrt oder wie die heißt da. Die es ja auch auf der Wii U gibt, aber offensichtlich ist doch nichts. So. Wär's vielleicht. Ganz toll hier. Ich bin der Siebte, von ersten auf den siebten Platz.
Geistig, das ist ja normal, ne? Aber man kann durch diese komischen Shifts automatisch gewertigen, wie gemacht werden, irgendwie übelst. Nein! Damit runterfallen sollte es jetzt nicht, das ist natürlich nicht so angenehm. Ich darf nicht in diesen großen, fetten Schnee hier reinfallen, der ist überall. Ja, jetzt kommt gerade noch so eine Scheiße hier. Ich würde jetzt von einer zur anderen Seite fahren, glaube ich irgendwie, aber diese Skills habe ich und vor allem dieser Map definitiv noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn es ein Pro-Spieler bin, das Spiel jahrelang gespielt habe. Hauptsache, Joss, ich habe erstmal ein Item vor der Nase. Wer ist auch gerest? Ne, was auch sonst. Aber ich halte mich ganz gut. Aber es ist direkt neu, dass das Ganze ein Bruchspiel ist, halte ich mich ganz gut. Auch wenn wir die Tatsache mal absehen, dass wir nur im 50er Sitz im Raum sind. Und alles andere mehr als die Palmlist wäre. Gott, was ist denn jetzt hier los? Trifft man da gar nichts. Vielleicht nehme ich die Aussage doch lieber zurück, die ich gerade gesagt habe. Und die zweite erste Bombe. Und ich falle jetzt schon wieder runter, ist klar. War doch nicht mal der 7. Platz. Die Scheiße jetzt hier. Das heißt Tiefschnee. Fick dich doch ans Knie. Dann bei uns zu Hause sind auch so behindert mit Tiefschnee. Das ist nicht mehr feierlich. Jetzt werde ich hier wirklich nur Dritter hier. Komm, überhol doch! Mann, tot, wärst du einen Millimeter schneller gewesen. Dann bin ich das heißt jetzt nicht Dritter geworden. Reinster Betrug hier. Oh Gott, war das Gott. Die kennen wir auch so gut. So, ich glaube, das ist selbst für den letzten für den Cup hier, wenn das ist alles täuscht. Du magst das alles gar nicht mal so gern auf der Video. Also die geht. Kann man halt runterfallen. Bin ich mal gespannt, wie die früher aussah. Weil wie dieses früher ist, heute wie die früher Version nicht spielen lässt, wenn man mit heutigen vergleicht. Weil so Zeugs wie lang schweben oder ähnliches geht dann tatsächlich heutzutage noch gar nicht. Ich habe die vermutlich mal ein bisschen umgeändert würde. Doch, die Abkürzung gibt es sogar, oder wie? Oder? Ich weiß nicht. Ja doch. Ich hätte jetzt erst noch was die Abkürzung, Lell. Die gab's schon damals, das ist lustig zu wissen. Den machen wir mal nach hinten los. Sollte müsste, dürfte eigentlich den Bowser treffen. Ich kapiere es nicht. Die erste Bombe, der rote Panther musste eigentlich direkt die Person hinter oder vor einen treffen. Aber in dem Fall trifft sie einfach irgendwie bei jemanden erst ganz weit hinten. Macht doch keinen Sinn, aber ist so. Mal in dem Spiel gilt, der mal aufpasst, nicht runterfällt und vielleicht auch ein kleines bisschen das Glück auf seiner Seite ist, dann ist das nicht so schwer. Ich meine, ich habe jetzt mal Baby-Dings hier rum wie sonst was. Weil ich auch das hat, dass quasi, ich sag mal, jeder Charakter sein eigenes Kart hat. Weil in neuem Kart halt kann jeder Charakter jedes Kart haben. Das war ja. Im Vital ja sichtbar nicht so. Die ist auch durchaus mal interessant. So, und in die Banane werde ich so sehr das nächste Mal reinfahren. Ist Prophezei, ist so hart. So, ein Boss ist mir glaube ich gerade mehr als ein Weiß auf den Fersen. Man kann leider nicht rückwärts hauen. Also kann ich hier Bananen hinlegen, in Hoffnung, dass ganz genau, bam, beide sogar reinfahren. Also sei mit einer Klatze geschlagen hier, wunderbar. So. Ja, der Mario Kart, wie ist eigentlich im 50er sitzt ja im Raum ganz lustig und einfach. Aber im 150er, da wird es so Rätsel aus Raster geben, weil da kann man einfach nicht gewinnen.
hab das mal ausprobiert mit einem Freund, der war jetzt nicht der Horror. Und gerade als Neuling in diesem Spiel ist der besser, wenn man 50 drauf. Hä? Als ob beim Mutant kann man dagegen fahren und es passiert nix. Und wieder eine erste Bombe. Und auch noch das P-Ding. Digga, es darf nicht sein, dass Bowser besser ist als... Ja, genau. Jetzt stellt sich den ganzen Zeiss-Sinus weiter, oder was? Was ist das für ein Zeiss-Betrug hier? Ich werde doch jetzt so selbst weiter hier. Boah, um einen Punkt, Alter, das heißt, es ist knapp. Boah. Also hier war der Betrug und da soll definitiv hart zu spüren. Und das war übel knapp, dass ich noch erster wurde, Alter, hier. Alles andere wäre ja hier nicht ertragbar gewesen. Also der Sold beginnt jetzt hier so langsam und ich habe so ein Gefühl im Magen, dass ich dieser... Sollte in den nächsten Runden noch aufs Übelste krass steigern wird. Also, ja, ist man gespannt, was da noch so vermutlich auf uns zukommen wird. Es wird nichts Tolles sein. Erst ein bisschen Spoiler. Aber kann man gespannt drauf sein. So, aber hier bin ich aber erster geworden. Das ist schön. Mit einem schönen Pokal hier, Rang B. Echte Erwartung. So, was soll es? Und das bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen für den Part von Mario Kart Wii. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!